16 Bars TV in einer ganz besonderen Situation. Nicht nur, dass wir auf dem Splash sind, nein, wir sind auch live dabei, wenn sich Mo Trip tätowieren lässt. Ja, spontanerweise. Also andere Leute besaufen sich hier 4 Tage oder lernen hübsche Frauen kennen. Du hast dir einfach mal entschieden, jetzt dir ein Tattoo machen zu lassen. Während ich hübsche Frauen kennenlerne und mich besaufe, ja. Wie spontan war diese Idee? Also bist du schon mit dem Gedanken auf Splash gefahren, dich tätowieren zu lassen? Absolut nicht. Also eben angesprochen worden, ich habe von ihrer Kunst gehört, habe Lust gehabt und das gemacht. Einfach jetzt mal. Wir können ja auch die Dame mal vorstellen, die das hier macht. Die bezaubernde Lila aus Stuttgart. Und sie hat ein unfassbares Talent in ihrem Handwerk. Lila hat, glaube ich, auch schon sehr viele Menschen tätowiert, oder? Ja. Unter anderem Olli, wie ich von dir erfahren habe. Bestimmt viele Rapper noch. Willst du selber was sagen, kurz? Ja, also Harris war dabei, Olli war dabei, Sergey war dabei, 112 war dabei. Hast du diese Neon-Tattoos auch gemacht, die die Jungs haben? Neon mache ich nicht, weil das ist ganz schön heftig Chemie für den Körper, dass es überhaupt so leuchten kann und ja, da halte ich nicht so viel von. Das soll schon alles im gesunden Rahmen bleiben. Also ungesund. Die Neonfarben auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Gut zu wissen. So, was lässt du dir jetzt hier tätowieren? Ganz klar Trip einfach, mit so einer 8, also so eine Schleife, die für den ewigen Trip so soll die ein bisschen symbolisieren. Bewusst nicht Motrip, weil meine Jungs, meine Männer, mein Bruder, die nennen mich alle Trip, schon länger, schon immer. Und das ist so, deswegen bewusst nicht Motrip, einfach den Trip, der symbolisiert diese, und die 8 symbolisiert halt die Ewigkeit. So, weißt du, der ewige Trip. Was bedeuten dir Tattoos? Du hast ja auch schon einige. Wann hast du dir das erste stechen lassen? Also ich sag's jetzt ganz klar, wie es ist, ohne dich anzugreifen, Lila. Ich habe nicht so einen großen Bezug dazu und hatte das nie vor. Hab mit 14 Jahren mich in Libanon tätowieren lassen, ein riesiges Tribal. Hab's mit 18 überarbeiten lassen, noch größeres Tribal draus gemacht, weil ich dumm war. Und hab's jetzt bei Lonian, jetzt muss ich auch noch mal kurz Werbung machen, der hat mich vor ein paar Wochen erst tätowiert, Cover-Uppen lassen. Ich glaube, so nennt man das, also Cover-Up. Da wird jetzt was drüber gestochen, aber ist noch nicht ganz fertig, kann ich ja gleich noch mal zeigen. So. Also mein Tribal verschwindet langsam, Gott sei Dank. Das heißt, wir sind jetzt hier vielleicht gerade dabei, wenn deine Tattoosucht erst wirklich entsteht. Ich glaube, sie entsteht gerade, weil also, wenn jetzt schon das Trip da unten ist und ich jetzt dieses riesige Ding da oben habe, so einzeln werden die nicht bleiben. Aber ich bin jetzt natürlich nicht mehr so blöd wie früher und lasse mir einfach was dahin hacken. Das Trip wollte ich eh auf dem Unterarm haben, schon länger. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und so, ich werde da noch ein schönes Kunstwerk, denke ich mal, draußen stehen lassen. So. Aber mit der Zeit. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Vielleicht schaffen wir es ja noch gegen Ende des Interviews mal zu gucken, wie es aussieht. Okay. Ansonsten bist du auf dem Splash aufgetreten. Es ist ja, sag ich mal, nicht das Allernormalste der Welt. Du hast quasi noch nicht mal ein eigenes Release. Womit erklärst du dir, dass du es echt geschafft hast, hier ins Line-Up zu kommen? Also nebenbei, ich bin ja so ein bescheidener Typ. Das bin ich leider wirklich. Ich habe auch ganz oft gefragt, nachdem ich eben ganz viel Respekt bekommen habe. Und wo sind die anderen Kanaken oder wo sind die anderen Leute, die keine Alben haben? Ich habe das Gefühl, ich bin hier der Unbekannteste mit Abstand. Und die Leute haben das halt gefeiert. Ich nehme an, dass ich durch meine Features, die ich in letzter Zeit gemacht habe, ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen habe. Eventuell durch Albtraum hatte ich so das Gefühl, wurde das noch ein bisschen mehr losgetreten. Und dass das so der Grund war. Aber du hast schon recht, ich habe weder ein Album noch irgendein Release. Deswegen, ich habe mich selber sehr gewundert und sehr gefreut. Ich war noch nie privat auf dem Splash, ich war noch nie hier gucken. Und dann bist du das erste Mal hier und rappst sofort vor 1000 Menschen. Es war sehr schön. Wie war der Auftritt? Wie haben die Leute dich angenommen? Also die haben erstaunlicherweise alle mitgeschrien. Was noch erstaunlicher war, ich habe ein paar Songs von meinem Album gespielt, die noch keiner kennt. Und die haben ein paar Leute auch mitgeschrieben. Also das hat mich irgendwie verunsichert. Entweder, das ist eher ein schlechtes Zeichen, ja, oder? Nee, ich glaube eher, das ist so ein Phänomen. In der Masse willst du so tun, als ob du das kennst. Und einfach so, ich glaube, der hat einfach nicht mitgeschrien, hat aber so getan, als ob. Aber ich fand's cool. Also die sind alle mit abgegangen, wenn wir gesagt haben, bitte springt jetzt alle, sind auch alle gesprungen. Das war schon sehr geil. Ich habe mich sehr angekommen gefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es an denen vorbeigegangen ist. So. Zeltest du so richtig hier? Gibst du dir so richtig den Splash-Film, oder? Also nein, aber weil ich nicht wusste, was mich dann erwartet, wenn ich mich auf dieses Zelten einlasse. Jetzt habe ich eben Materia getroffen. Er sagt mir, er zeltet hier jedes Jahr, ist das Geilste, was es am Splash gibt, ist das Zelten. Also nächstes Jahr, wenn ich wieder hier bin, werde ich wahrscheinlich zelten. Jetzt bin ich in einem wunderschönen Hotel untergebracht. Ansonsten, wen feierst du hier persönlich privat? Also welchen Auftritt musst du dir unbedingt angucken oder welchen hast du schon gefeiert? Okay. Also ohne Fronten, die Amis finde ich dieses Jahr alle vollkommen uninteressant, so. Muss ich sagen, ja, da wird schon ganz heftig Kopf geschüttelt überall, aber ja, hat mich nicht so fasziniert. Ich freue mich extrem auf Materias Auftritt
Und noch mehr, wenn ich ehrlich bin, morgen auf den Headliner. Ich glaube, Sammy wird dann eine Stunde abends spielen. Darauf, also ich habe Sammy das letzte Mal zum ersten Mal live gesehen, so vor ein paar Wochen. Ich war so fasziniert, wie der Typ ohne Backup seine Double-Time-Texte verständlich darunter rattert. Also deswegen, ich freue mich sehr auf eine Stunde Sammy morgen. Ansonsten Nate habe ich leider verpasst gestern und Raff, so. Deswegen, das hätte ich mir auch noch gerne angesehen. Sonst weiß ich nicht, lass mich überraschen, was so kommt. Yellowwolf sitzt da vorne, ich würde den sehr gerne rappen sehen, aber wie es aussieht, ist er gleich auf der Stage, während ich hier noch gestochen werde. Du hast es ja auch selber angesprochen, du bist einer der wenigen, der dieses Jahr so ein bisschen auch die Straßen-Rap-Fraktion repräsentiert. Es sind ja viele Acts da, wie Kraftklub, wie Casper, die eher so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, oder die Orsons. Findest du es eher traurig oder sagst du, du bist auch offen für diese andere Musik? Also ich bin erstens extrem offen. Ich sage das jetzt mal in dem Moment, ich feiere Caspers neue Single zum Beispiel extrem. Also ich meine jetzt nicht die so perfekt, die habe ich noch nicht gesehen. Ich habe gehört, die wäre sehr poppig, aber die davor, der Druck steigt. Also ich kann mich da... Ich bin da absolut nicht so, dass ich das jetzt, weil er enge Hosen trägt, den abgrenzen würde, der kann nicht rappen oder so. Ich höre mir das an, ich fand's cool. Aber ich stehe ja in meinen Augen gar nicht so für Straßenrap. Ich meinte damit eher, dass die das Gefühl anscheinend haben. Und wir sind hier vollkommen unterrepräsentiert, das stimmt schon. Leute, sage ich mal, die ein bisschen dunkler sind, haben anscheinend alle gestern gespielt. Ich bin halt auch so offen, ich spreche das an, weil ich habe mich gewundert, ich bin der einzige Kanake heute, der hier gespielt hat. Hast schon recht. Und keine Ahnung warum, so warum ich jetzt hier an den Tag geliefert wurde und nicht gestern bei den Kanaken, so, aber anscheinend so, ist das hier nicht so gern gesehen, habe ich das Gefühl. Ja. Du sagst ja auch, dass du quasi der erste oder einzige Kanake mit Grips bist. Der erste, niemals der einzige. Also ich denke, da draußen gibt es die einen oder anderen Kanaken mit Grips. Und mit Kanaken natürlich wird schnell Ausländer in Verbindung gebracht. Der Ursprung ist der Mensch, wie alle wissen, den Spruch habe ich mir ja schon mal gehört, Kanaka ist einfach nur Mensch. Ist ja tatsächlich so und ja, ich bin halt der Erste, der es sagt. Ich bin, habe ich das Gefühl, der Erste, der nicht irgendwie seine Eier beweisen muss, künstlich in irgendwelchen Songs so. Ich rap lieber geil und höre mir lieber an, dass die Leute sagen, ey, du rappst geil, anstatt zu sagen, ey, krass, wenn ich auf der Straße sehe, habe ich Angst. Also, ob ich mich boxen kann, das ist mir so, weißt du, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich kann mich auch genauso gut boxen, aber ich muss doch nicht darüber rappen. Ich mache auch andere Sachen, über die ich rappe. Ich habe mich gerade fast verplappert, ich erzähle nicht was, aber also, man muss ja nicht unbedingt den Harten markieren, finde ich. Und deswegen die Kanaken, die das so gerne machen, ich will zeigen, ey, ganz ehrlich, ich habe was in der Birne, so, das kann auch ziehen. Ich bin ziemlich sicher, da draußen gibt es Kanaken mit Grips, die darauf warten. Mal nicht von so einem Falschen halt, die einen Repräsentanten noch suchen, weißt du? Und ich glaube, das könnte ich symbolisieren. Es gab ja letztes Wochenende ein anderes Festival, Rheinkultur, wo es ein paar Eskalationen gab am Ende. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Ja. Und da gab es ja dann auch viele Leute, also wenn man sich jetzt so YouTube-Kommentare anguckt, da gibt es ja wieder ganz viele plumpe Kommentare, die einfach sagen, ja, typisch Kanacke. So, ja. Wie gehst du mit solchen Diskussionen um? Fühlst du dich da selbst angegriffen? Also ich fühle mich da nicht angegriffen, weil ich da keine Bühne gestürmt habe, aber insofern natürlich wirft das ein schlechtes Licht auf die Allgemeinheit. Ich habe das gesehen, du hast Haft interviewt, das habe ich gesehen und in dem Rahmen dann auch hier ein paar Videos von dieser Eskalation. Ich finde es einfach nur nicht cool, dass Leute, die nichts damit zu tun haben, natürlich eine Bühne stürmen, anderen Künstlern die Show stehlen im wahrsten Sinne des Wortes und danach auch noch stolz darauf sind und abhauen. So. Aber ja, so ist es halt und ich glaube auch nicht, dass Haft das jetzt unbedingt cool fand. Ich denke mal, das hat ihn ja abgefuckt so. Aber also ich fühle mich da nicht über einen Kamm mitgeschert. Ich würde sowas niemals machen, meine Jungs machen sowas auch nicht und ganz ehrlich. Wie schätzt du deine eigenen Fans ein? Würden die vor lauter Enttäuschung, wenn du irgendwo nicht auftrittst, wenn jetzt dein Auftritt heute abgebrochen worden wäre, meinst du, da gäbe es auch Leute, die dann sagen, wir stürmen jetzt die Bühne und den Backstage-Bereich? Also das kann ich gar nicht beurteilen. Es kam noch nie vor, dass ich nicht gespielt habe, wenn ich spielen sollte. Oder, also so eine Situation hatte ich noch nie. Haft hat natürlich einen unbeschreiblichen Hype im Moment und ich kann es schon verstehen oder ohne da gewesen sein, kann ich mir vorstellen, was da wohl los gewesen ist. Ohne, also warum die halt abgebrochen haben. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie meine Fans Randale machen. Ich schätze meine Fans auch gripsmäßig ein. Jeder, der IQ hat, weiß, Gewalt ist keine Lösung, Alter. Du arbeitest ja auf jeden Fall seit langer Zeit an deinem Solo-Album. Gibt es jetzt mal so ein bisschen konkret darüber Dinge zu berichten? Was kannst du uns erzählen? Darf ich dich korrigieren, Visa? Bitte gerne. Ich arbeite noch nicht so lange an meinem Album, wie es wirkt. Ich habe einfach... Aber es kommt einem so vor, ne? Ja, das stimmt. Also es ist ja auch schon eine längere Zeit, aber ich bin halt... ich arbeite ja auch an anderen Projekten immer, weißt du? Im Pop-Bereich vielleicht. Also was man nicht merkt vielleicht, weißt du? Und, darf man darüber sprechen, oder? Natürlich nicht, aber ich will mich nur kurz... Muss ich mich einfach mal rechtfertigen, so. Ich schreibe so viel, ich glaube keiner... Ich weiß nicht, wie die anderen alle arbeiten, aber ich gehe davon aus, dass kein Rapper so viele Texte schreibt wie ich.
Und mein Album, also ich habe 20 Songs zu Hause, die ich mein Album schimpfen könnte, aber ich bin ein absoluter Perfektionist, mache aber dafür, während ich mein Album, sage ich mal, innerhalb von 1-2 Jahren, die es dann tatsächlich sind, fertig mache, wirklich 3-4 Alben noch, die dann halt auch released werden, wo halt nur nicht mein Name draufsteht, und deswegen kommt es einem so vor, als würde ich nichts machen, aber ich glaube, ich bin schon ein extremes Arbeitstier, was das Rappen angeht. Ich mache nichts anderes als Texte schreiben. Kannst du davon gut leben mittlerweile, vom Texte schreiben und andere Leute supporten? Also gut leben, es wäre, glaube ich, falsch. Unter gut leben stelle ich mir noch was anderes vor. Mein Leben ist ein Albtraum eigentlich. Also nicht jetzt alles, aber ich frage mich schon oft ab. Aber ich kann davon definitiv leben. Also ich habe keinen anderen Job, mir geht es sehr gut. Ich zahle Miete, ich kann mir die Klamotten kaufen, die ich will. Und ich kann essen, was ich will. Und mir geht es sehr gut, aber also ich habe noch mehr vor. Ne? Was genau ist so albtraumhaft? Einige Sachen, die einem widerfahren. Du hast doch bestimmt auch jede Art so ein paar Sachen, denke ich mal, die ihn an seinem Leben stören. Also ich hab, was ich vielleicht noch loswerden kann dazu, ich habe ab und zu die Reaktion bekommen, ey, sein Leben wieder ist ein Albtraum, der ist ein Rapper, der hat doch Kohle und guck dir mal Afrika an. Also so eine Argumentation finde ich dann immer ein bisschen, natürlich gibt es Leute, denen es schlimmer geht, weißt du, aber ich rap hier über mein Leben, so wenn mein Leben nun mal in meinen Augen nicht perfekt ist, muss ich das ja irgendwie darstellen. Also mein Leben ist ein Albtraum in meinen Augen gewesen, bestimmte Zeiten, durch gewisse Sachen, die mir halt persönlich passiert sind, die ein anderer vielleicht dann nicht als albtraummäßig empfindet, weißt du, aber so Frauengeschichten, Freunde, die dich betrügen, so Polizei und solche Sachen, so, das ist allgegenwärtig gewesen eine Zeit lang und deswegen habe ich das niedergeschrieben und alles andere ist pure Blasphemie. Albtraum ist ja auch ein gutes Stichwort, wenn es um den Hype geht, über den wir schon gesprochen haben. Du hast ja momentan auch gerade in der Szene einen ziemlich respektablen Hype. Also gerade das Video Albtraum haben, glaube ich, Sido hat es gepostet, Materia hat es gepostet, Savage hat es gepostet, Flair und so weiter und so fort. Das ist super cool von den Jungs, finde ich. Sehr. Ja. Und soll ich direkt weiter? Du darfst gerne was dazu sagen. Also ich hätte es auch nicht erwartet so. Das habe ich schon mal gesagt, das ist kein Witz. Ich schwöre, ich wollte es fast nicht raushauen. Das Video ist das erste Video von einem Kollegen von mir, Felix Christ. Wir waren uns einfach unsicher und der Song, also ich habe echt krasseres. Ich schwöre es dir, ich habe krasseres. Und ich war kurz davor zu sagen, ey Jungs, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, wir hauen es nicht raus. Und dann haben wir uns an einem coolen Abend alle das nochmal angehört, waren dann irgendwie überzeugt und haben gesagt, komm, wir machen es jetzt spontan. Ich habe es einfach spontan ins Internet geladen. Und die Resonanz hat mich wirklich überrascht, dass die Leute das sehen überhaupt in so einer Menge und dass die Rapper, die ich respektiere, das so empfangen, fand ich super cool von denen auf jeden Fall. Aber stimmt es, dass du öfter so ein bisschen Zweifel hast an dir und deinen Texten? Also ich habe auch gehört, dass du selbst zum Beispiel auch bei deinen Parts auf dem John Bello 3 schon mal irgendwie nicht so ganz zufrieden warst. Bist du so ein Überperfektionist? Wer hat dir das erzählt? Du, ich weiß alles. Überperfektionist nicht, aber ich glaube, dass die Leute, die ich meine Anhänger, Fans, wie auch immer du das nennen willst, die Leute, die meine Musik zu schätzen wissen, ich glaube, die wissen das zu schätzen aus diesem Grund, dass meine Texte halt immer danach klingen, dass ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe vielleicht oder vielleicht mal ein bisschen das nochmal überarbeitet habe oder da ein bisschen mehr Detail, also Liebe zum Detail drinsteckt, weißt du? Aber ich rotze auch ziemlich gern Parts hin, also das kommt auch hin, dass ich mal 10 Minuten einen Part schreibe, der dann einfach rund für mich klingt, aber die Reime gar nicht jetzt so siebenstellig sind. Aber es kann auch cool sein. Aber wenn ich mich hinsetze und für mein Album sowas wie Albtraum oder so angehe halt, versuche ich ein gewisses Techniklevel zu halten. So heißt, und das ist für mich das A und O, hast schon recht. Aber ich bin zufrieden. Also es gibt 3-4 Songs, die ich mir wegwünschen würde. Ich bin eigentlich mit allem, was ich bis jetzt gemacht habe, mit dem Großteil zufrieden. Dann kommen wir nochmal zurück zu diesem Hype. Es ist ja für viele Leute schwierig, diesen Hype dann auch umzusetzen in zum Beispiel einen finanziellen Erfolg oder den wirklichen musikalischen Durchbruch. Was glaubst du, wie schwer wird es für dich oder wie hoch sind die Chancen, dass du es vielleicht auch wirklich schaffst in die Charts, in die weite, offene Musikwelt? Also es liegt natürlich in Gottes Hand. Ich würde sagen, das kann ich, was soll ich sagen, ich weiß nicht, wie das ankommen wird. Ich gehe davon aus, ich höre mir ja die anderen Rapper an. Ich feiere auch das ein oder andere auf jeden Fall, aber ich höre mir dann meine Songs an und höre auch ein paar Unterschiede, was ich anders mache als die anderen. Ich glaube schon, dass meine Songs eine neue Art von Song auch ein bisschen darstellen könnten, also einige von meinem Album. Und dass dieses, also das noch nicht Dagewesene mein größter Pluspunkt ist. Und natürlich, man kann das Rad auf eine Art und Weise eh nicht neu erfinden, aber dieses Kanacke mit Grips-mäßige, was ich dir halt sage, ein Kanacke,
dasteht, aber trotzdem eine Aussage hat, das finde ich noch nicht oft so. Es gibt natürlich den einen oder anderen Kanaken, ich will jetzt nicht alle hier irgendwie angreifen damit, der auch Aussage in seinen Texten hat, aber ich konzentriere mich darauf. Ich glaube, dass die Thematiken, die ich bearbeite, allgemein genug sind, um von vielen auch Nicht-Kanaken oder nicht-deutsche Hip-Hop-Heads auch von denen gehört werden können. So. Aber was soll ich dazu sagen? Also es ist sehr schwer, glaube ich, überhaupt so. Ich spreche auch gar nicht von einem Hype. Ich finde es cool, dass es irgendwie alle sagen, aber also, ja, was soll ich sagen? Ich finde, es ist sehr schwer, überhaupt Kohle damit zu machen. Ich habe irgendwann gemerkt, ich mache mehr Kohle, wenn ich den ganzen Tag Texte schreibe, weil die Leute irgendwie meine Texte cool finden. Aber ich glaube, jetzt eine CD am Markt zu bringen und zu charten, das ist viel weniger meine Motivation. Ich mache wirklich gerne Musik so. Ich will, dass weiterhin dann Leute wie Savas oder Sido oder Sammy, weißt du, die wichtigen Leute, was heißt wichtigen, aber die Ahnung haben, wenn die das feiern, ist mir schon viel mehr wert, als wenn mir irgendein Typ 10.000 Euro Deal für eine CD oder eine Single oder weißt du irgendwas. Das ist für mich im Hintergrund auf jeden Fall, absolut. Deal ist auf jeden Fall auch ein gutes Stichwort. Wie ist denn deine aktuelle Label-Situation? Man könnte oder man hat zum Beispiel das Gefühl, dass ein Flair interessiert daran wäre, dich sozusagen bei seinem Label maskulin digital zu sein. Steht sowas im Raum? Hast du irgendwelche Optionen? Auf jeden. Also ich feiere auch Flair dafür, so, dass er von Anfang an mir gesagt hat, ey krass, du bist so fresh, ich würde das jetzt sofort mit dir machen. Das macht er natürlich bestimmt nicht mit jedem auch so. Aber ich bin labellos definitiv. Die Leute fragen, was mit deinem Label los? Gar nichts. Ich habe kein eigenes, habe es auch nicht vor, jetzt irgendwie einfach irgendwas aus dem Boden zu stampfen, unüberlegt. Ich habe ein cooles Team jetzt, ein Management-Team. Seit einer Woche, also bis vor ein, zwei Wochen, habe ich alles selber gemacht, was man von mir so sieht, oder alles selber in die Hand genommen. Jetzt habe ich halt professionelle Leute im Hintergrund. Und wir gehen jetzt auf. Ist das jetzt eine große Umstellung, oder? Absolut nicht. Also das sind auch Leute, mit denen ich persönlich sehr cool bin und deswegen, wo ich jetzt nicht mich mit einem Hemd an den Tisch setzen muss und mit denen irgendwie über Major-Deals reden muss, sondern ich rede dann mit meinen zwei, drei Ansprechpartnern, mit denen ich mich sehr gut verstehe und die machen diese unangenehmen Sachen für mich. Aber im Endeffekt freue ich mich, also es ist eine positive Umstellung. Ich habe ein bisschen weniger zu tun. Sowas wie, dass du mich jetzt interviewst, musste ich nicht mehr dran denken oder so, sondern es wird mir alles kurz vorher die ganze Zeit gesagt. Ich muss mich nicht mehr um so viel selber kümmern und ich kann mich mehr auf die Musik konzentrieren. So. Aber nochmal zurück zum Label. So ein Angebot von Flair ist dann für dich jetzt trotzdem momentan nicht, dass du jetzt sagst, ich nehme das jetzt an, sondern wir warten erstmal ab. Also auf jeden Fall nicht, weil es Flair ist, so, weil ich jetzt keinen Bock hätte. Im Gegenteil, ich habe voll viel Mucke mit dem in letzter Zeit gemacht. Wir verstehen uns blendend so, aber ich will mich irgendwie unter keinen Künstler stellen so mehr. Das habe ich, hab ich mir lang genug vorwerfen lassen müssen. So. Du bist doch nur der Anhängsel von Savas oder du bist doch nur das. So. Also da will ich schon für mich selber stehen und ich glaube, wenn ich jetzt unter Flair ein Album rausbringe, habe ich die Chancen null. Deswegen... eher so ein Label halt, wo nicht der Künstler, also nicht ein Künstlerchef ist. Weißt du, wie ich meine? Einfach ein Label, was Künstler aufnimmt. Da verhandeln wir im Moment schon mit ein paar, auch mit ein paar Großen. Oder was heißt verhandeln wir schon? Ich verhandle nirgendwo. Ich sage meinen Ansprechpartnern, was ich will. Und die sprechen dann für mich. Aber das hat nichts mit Flair zu tun, dass ich das nicht machen würde. Ich respektiere das sehr und würde es eigentlich sehr gerne machen. Aber hab einfach anderes und Größeres für mich selber vor. Du hast ja mit deinen Kollegen Zilla und Joker auch die Crew Schnelles Geld gegründet. Und man hat ja gehört, dass ihr ein Album aufgenommen habt, das dann aber irgendwie aus organisatorischen Gründen nicht rausgebracht habt, sondern die Songs jetzt eher irgendwie für eure Solo-Alben verwendet. Was ist da genau schiefgelaufen? Wieso kam jetzt dieses Album nicht zustande? Also wir haben es tatsächlich aufgenommen und aus halt so ekligen Labelgründen, wo ich jetzt halt Menschen für habe, die da für mich für bessere Sachen sorgen, konnten wir uns nicht einig werden, also nicht wir untereinander. Wir wollten halt das Beste für uns alle drei rausholen. Aber mit den Leuten, die bereit waren, das zu releasen, waren wir uns nicht einig. Also wir wollten es ganz am Anfang schnell aufnehmen, selber pressen und 500 CDs haben. Das wollten wir wirklich machen, für unsere Tour CDs haben. Dann wurde das so geil, das Ding, dass wir dann gesagt haben, ey, lass es releasen. Richtig. Dann haben wir angefangen, mit den Leuten zu reden und wurden uns so schnell, wie wir wollten, nicht einig. Haben gesagt, scheiß drauf, wir machen es jetzt auf keinen Fall einfach so, nur weil wir jetzt nicht das Richtige finden, einfach jetzt trotzdem 500 CDs, wollten wir dann halt nicht mehr und dann haben wir es nicht mehr gemacht und wir haben uns zu dritt hingesetzt, also so viel zu Joker und Zilla, wir sind zwar keine Crew in dem Sinne, weil wir haben das nie so gesehen, aber das sind die einzigen Jungs, die ich so betiteln würde, wenn überhaupt, weil wir so, wir verstehen uns sehr gut, haben uns in einer Situation kennengelernt, wo wir alle, wie soll ich das sagen, das Profitieren ist das falsche Wort, aber alle glücklich waren, einander kennenzulernen und miteinander zu arbeiten. Es hat sofort zusammengeschweißt
und hat sich nicht geändert bis dato. Aber eine Crew ist jetzt so, weiß ich, eine Crew ist Mobb Deep irgendwie für mich so. Aber das ist so eine Posse oder wie man das nennen will. Aber das sind meine Jungs auf jeden Fall. Das Album ist wirklich geil. Ich habe 3 Dinger jetzt genommen für meins. Ob die am Ende draufbleiben, weiß ich wie gesagt bei mir nie. Aber da sind richtig krasse Songs entstanden so und das wollten wir uns nicht kaputt machen lassen. Dann ist es einfach nicht rausgekommen, so wie es geplant war. Aber würde es denn eventuell dann sowas in Zukunft noch geben, so eine Art Crew-Posse-Album von Schnelles Geld? Mal, da oben kommt der liebe Joker gerade. Definitiv kann ich mir das vorstellen. Also ich würde es niemals ausschließen, weil, wie gesagt, ich feiere Zilla vom Rappen einfach sehr. Ich feiere Joker vom Rappen auch sehr extrem. Und nebenbei verstehen wir uns noch gut. Also ich kann es nicht ausschließen. Aber sowas wie Schnelles Geld wird uns nicht mehr passieren, haben wir uns geschworen. Also, dass wir ein Album machen, das auch noch ankündigen und dann im Nachhinein uns darum kümmern. Ey, wie releasen wir die Scheiße? Hallo Joker. Hast du Schmerzen? Nö, alles gut. Hast du keine Schmerzen? No. Ich wollte gerade mal nachfragen. Joker hat ja auch gerade gefragt, du tust die ganze Zeit so, als würde hier nebenbei überhaupt nichts passieren an deinem Arm. Ich schaffe mein Leben, ich tue nicht so. Ja, ich habe ja, eben schon gesagt, sie tätowiert so zart und feenhaft. Wollen wir mal einen kleinen Zwischenstand mal angucken, wie es aussieht? Es sieht wunderschön aus, zeig mal. Guck mal, mit Farbe, ist es mit Rot oder ist das jetzt wegen Blut? Nee, das ist jetzt wegen Blut? Das ist nur Blut. Ich kenne mich nicht aus. Das ist Blut, Digga. Sieht sehr schön aus. Es wird super aussehen, Digga. Und, Benny, auf die andere Seite kommt, macht der Joker, der versprochen. Aber nächstes Jahr beim Splash, wenn wir auf der Hauptbühne spielen, erst dann. Okay? Natürlich, Digga, natürlich. Deal vor der Kamera? Nein, Scheiße, natürlich nicht, Digga. Viel Spaß, kein Problem. Also nicht so, dass du dich jetzt hier die ganze Zeit zusammenreißen musst, nein, und eigentlich gerne heulen und schreien würdest. Also ich muss sagen, das hat 7000 Mal mehr weh getan. Da saß ich wirklich verkrampft und sag, Leute, bitte hört mal auf mit zu reden, ich kann jetzt nicht mehr antworten. So. Kennst du, wenn man so liegt und anfängt zu schwitzen und nicht mehr reden kann und so, dann wird einem schlecht so. Und das habe ich null, ich schwöre. Aber vielleicht liegt es auch am Interview. Also letztes Mal habe ich nicht so konkret über Sachen nachgedacht und mich abgelenkt. Aber vielleicht liegt es auch an der weiblichen Einfühlsamkeit. Ich habe ihr gerade schon feenhafte Props gegeben. Also sie tätowiert mich so, als würde sie mit einer Feder über meine Arme streicheln. Schön machst du das. Ja, dann wie lange dauert es ungefähr noch? Was sagst du? 20 Minuten. Ich lege mich immer ungern fest. Dann fühle ich mich so unter Druck gesetzt und das gehört nicht zur Kunst. Ja, 20 Minuten circa. Die überlebe ich, locker. Knaller. Gut. Neben Zilla, Joker und Flair, wer sind sonst noch so die Leute in deinem Umfeld, die dich inspirieren, die dich unterstützen, von denen du vielleicht auch was lernen kannst, zu denen du vielleicht auch aufschaust? Also, ich schaue schon zu einigen auf in diesem Game, weil ich bin Hip-Hop-Fan bis aufs Blut und ich feiere so krass einige Rapper und einige Alben so wie ein Fan so. Und es steht auch 100% zu, weil ich Rap-Fan auch richtig bin. Ich bin natürlich, ich glaube, ich war früher der größte Savas-Fan auf Erden, so. Das war für mich das Krasseste, ihn zu treffen so. Und ihn kennenzulernen schon mal. Aus dem Grund war man aber natürlich von allen anderen erstmal ein bisschen so gesehen abgeschattet. Aber extra, also man wollte auch gar nicht, weißt du? Wenn du das Privileg schon kriegst, dann ich kam mir gut aufgehoben vor, sag ich mal. Aber natürlich entwickeln sich über die Jahre trotzdem Kontakte. Also wem ich auch echt danken muss so, für die letzte Zeit ist Sammy so. Der hat sich mir ein wenig gewidmet und ein paar Songs mit mir gemacht im Studio und mich bei ihm in der Gegend mit auftreten lassen. Und so eine Dinger, die er nicht machen muss, die er einfach gemacht hat, weil er gesagt hat, ey, der hat einen Part von mir gehört, einen, hat gesagt, ich feiere das, ich fühle das, ich höre, dass du rappen kannst. Und ich fand das so krass, dass er bereit ist, mit mir ins Studio zu gehen und fragt mich, ob ich bereit bin. Ich bin dicker, dann los, klar. Und, für sein Album, oder? Ich weiß nicht, ob ich das verraten. Ah doch, es ist schon öffentlich, für die Juice EP. Ist schon öffentlich, stimmt's? Für die Juice EP, Track 2, Terrorist, übergeil, wir rappen am Ende, ein Part abwechseln, sehr geil. Ansonsten, wen ich noch nicht persönlich kenne, aber wen ich sehr krass finde, das habe ich auch schon mal gesagt, ist Sido, weil der einfach der geilste Geschichtenerzähler ist. So. Seine Alben sind runder als ein Kreis einfach, die sind so rund, Mann, die machen Sinn. So. Weißt du, wie ich meine, das ist kein Hip-Hop-Album, wie es normal ist, so einfach, aber auch noch kein Pop-Album, deswegen feiere ich Sido hart für seine Ideen, so. Und es gibt noch ein paar, ich vergesse immer wieder einen. Ich feiere wirklich einige. Ich feiere Olli sehr, der ist so ein krasser Spitter. Ich feiere echt viele. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Aber das sind schon so die wichtigsten oder die größten in meinen Augen. Du hast ja auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, wird sicherlich noch alles wahr werden. Ansonsten können wir ja noch so ein bisschen in die Zukunft gucken. Du kommst ja eigentlich aus Aachen, warst aber auch in letzter Zeit, glaube ich, relativ oft in Berlin halt, um zu arbeiten und auch natürlich, um deine Jungs da zu sehen. Wirst du vielleicht auch in Zukunft einen Wohnortswechsel vornehmen, um vielleicht noch aktiver zu sein in der Szene? Also ich denke darüber nach, aber nicht, um aktiver zu sein in der Szene, also... Es gibt ja Internet und so, wir wissen alle, ich kann alles aus Aachen mittlerweile einfach machen. Ich kann bei mir zu Hause aufnehmen, verschicken
Aber natürlich Feeling, Meeling, du weißt schon, man, wenn Flair anruft, ey, kannst du morgen mit mir dahin fahren? Nee, ich bin in Aachen, weißt du, das sind so die Sachen halt. Am Ende des Tages dann ist vielleicht dem Business zuliebe, doch, also hast schon recht irgendwie, aber es ist für mich noch nicht ausschlaggebend genug, also noch nicht gravierend genug, dass ich jetzt sage, ich muss nach Berlin. Wir sind schon darüber am Reden, so, aber noch ziemlich unkonkret. Und ich muss jetzt mal ganz kurz Hamburg Props geben. Wenn überhaupt, würde ich nach Hamburg gern ziehen, muss ich zugeben. Es ist eine ziemlich geile Stadt. Also wenn nicht die geilste Stadt in Deutschland, die ich bis jetzt gesehen habe. Wäre also die erste Wahl für einen Umzug? Wenn Umzug in Großstadt, dann Hamburg. Wenn es Sinn macht halt auch. Nicht nur, weil Hamburg so schön ist. Da fahre ich ja auch immer hin. Ich gucke es mir an, aber wenn labeltechnisch oder managementtechnisch oder aus so einem Grund, dass irgendwann Sinn macht, sofort. So. Also Aachen ist geil, aber ich würde auf jeden Fall auch umziehen. Du hast es ja auch vorhin selber angesprochen, deine Wurzeln liegen im Libanon. Hast du dazu noch Kontakte? Lebt deine Familie dort? Wie viel Zeit verbringst du da? Also meine ganze Familie, bis auf zwei Onkels, leben in Libanon noch. Opa, Oma. Ich war bis jetzt dreimal unten, habe die dementsprechend erst dreimal gesehen. Also Kontakt gibt es trotzdem über Facebook natürlich. Ich habe mit einigen Onkels Kontakt, mit Cousins und so. Aber die leben halt alle unten zum größten Teil. Ich habe zwei Onkels, wie gesagt, hier. Die haben zwei und drei Kinder. Und das ist dann schon meine ganze Familie. Ein Cousin habe ich noch, fast vergessen. Aber alle anderen leben in Libanon und sind halt da geblieben, mehr oder weniger. Meine Onkels sind witzigerweise zum Großteil Lehrer. Das habe ich irgendwann mit 10, 11 so mal gecheckt. Ja, keine Ahnung, vielleicht kommt mein Grips daher. Beschäftigst du dich auch mit der politischen Situation, zum Beispiel in deinem Heimatland? Guckst du darüber, was passiert da jetzt gerade? Na klar, guckt man, also auf jeden Fall. Es gibt gar keinen Weg daran vorbei, durch meinen Vater, der sich dann sehr mit sowas dann beschäftigt. Der dann, wenn irgendwas aktuell ist, wirklich nur Nachrichten dann sieht und irgendwann kriegt man das mit, auch wenn man es nicht will. Aber natürlich, also interessiert mich das auch. Ich bin halt aber nur nicht so krass politisch am Start. Also wenn du mich jetzt fragst, wie heißt die Opposition in Libanon so von dem Regierenden, das kann ich ja nicht mal sagen. Ich kenne die Politiker, die man kennen muss. Ich kenne die Situation. Ich weiß, warum Krieg war. Und also ich weiß es nicht, war nicht dabei. Aber weißt du so, man setzt sich damit auseinander. Aber ich bin jetzt nicht so der Politik-Freak. Und ich mag es nicht mal, wenn das einer sagt, so, ey, ich habe nichts mit Politik zu tun. Im Endeffekt ist man ja nur blöd, wenn man das nicht versteht und nicht hinguckt, was da passiert. Aber also ich habe jetzt nicht so den krassesten Durchblick, was da die einzelnen Politiker, Parteien oder was da so passiert. Kriege ich nicht im Einzelnen mit, weißt du? Abschließend auf jeden Fall noch, weil wir uns gerade nur auf einem der wichtigsten Hip-Hop-Festivals in Deutschland befinden. Auf dem Rheinkultur habe ich relativ lange mit Shakusa gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das Interview auch gesehen hast. Nein, leider nicht. Shakusa hat sich da sehr negativ, aber auch ziemlich gut reflektiert mit der Hip-Hop-Szene auseinandergesetzt. Und er hat halt gesagt, dass es für ihn momentan mehr ein Haufen von Idioten ist quasi, die sich unnötig das Leben schwer machen. Und wenn man gerade darüber redet, dass du, wie gesagt, auch aus einem Land kommst, in dem es halt wirkliche Probleme gibt, bist du auch jemand, der sich darüber Gedanken macht, okay, wir sind hier ein Teil einer Szene, die oft sich sozusagen aus dem Nichts heraus Kriege schafft, die gar nicht da sein müssen? Also, ich habe das Gefühl, dass einige Leute ihr ganzes Schaffen darauf aufbauen, deswegen, und bei manchen funktioniert es sogar, deswegen kann ich nicht sagen, das ist dumm, ich finde es sogar schlau, wenn es klappt, wenn du so blöd bist und dich so hinstellen willst, mach. Und wenn du auch noch Glück hast und Geld damit verdienst. Aber ich würde mich gar nicht eigentlich negativ zu denen äußern. Ich höre mir die an, die ich cool finde, äußere mich lieber positiv zu denen, die ich feiere. Die ich nicht feiern, muss ich ja nicht schlecht machen. Also darf ich mal fragen, wen hat er denn so schlecht gemacht? Nein, er hat sozusagen über die Szene generell geredet und hat gesagt, dass er es traurig findet, dass halt einfach nur wegen Musik Kriege entstehen sozusagen. Ja. Und dass Menschen sich hassen, obwohl sie vielleicht gar nichts Böses über den anderen gesagt haben oder so. Also ich merke es auch, ich werde immer öfter in letzter Zeit von irgendwelchen Idioten einfach von der Seite angedisst und so. Diese Krieg aus dem Nichts schaffen, das stimmt schon. Und ich kann Shakusa in dem Sinne verstehen. Er ist halt einer von den Rappern, die rappen können. Und der legt ja auch anscheinend auf Technik viel Wert. Der reimt ja auch immer ziemlich sauber und so. Aus dem Standpunkt würde ich auch am liebsten allen mal sagen, wie wack die tatsächlich sind. Einige, nicht allen. Also, weißt du, aber ich finde, ich bin nicht berechtigt, über irgendwen zu urteilen, so, nur weil ich in derselben Szene bin. Ich mache mein Ding. Ich möchte gar nicht über wacke Leute urteilen, aber dieses Krieg aus dem Nichts schaffen, das ist schon ein krasses Hip-Hop-Phänomen, hast du recht. Ich weiß nicht, ob das bei Rockern und so auch so ist, dass da einfach so ein Vollspaß von der Seite den anderen Rocker anquatscht. So, weiß ich nicht, ob die auch so low im Kopf sind. Aber habe ich noch nicht so krass drüber nachgedacht wie Shakusa anscheinend.
aber ich würde mich da nicht so negativ zu äußern. Ich finde, es gibt genug positive Punkte. Ich hasse dieses Hip-Hop-Totreden. Mann, Rap macht mir so viel Spaß. Ich lasse mir doch nicht von irgendeinem Wack-MC, so von irgendeinem dahergelaufenen Running-Gag, Alter, meine Kunst kaputt machen. Das interessiert mich so gar nicht. Auch schöne abschließende Worte. Wir gucken auf jeden Fall gleich noch, wie dein Tattoo am Ende geworden ist. Ansonsten deine abschließenden Worte. Vielleicht kannst du den Fans ja nochmal schon so ein bisschen sagen, wie lange sie jetzt noch warten müssen. Du hast viel zu tun. Dein Soloalbum? Also ich kann erstmal zum Soloalbum wirklich so viel sagen. Es wird definitiv 2011 erscheinen. Ich bin sehr gespannt mal auf die Resonanz. Natürlich kann ich nicht vorhersehen. Ich glaube aber, sie wird ziemlich positiv sein. Ich habe den 6.12. angepeilt, sage ich euch jetzt ganz ehrlich, aber mir wurde, also das wird nicht der 6.12., weil mir gesagt wurde, das ist zu spät, weil du dann mit dem Weihnachtsgeschäft fixst. Also wird es wahrscheinlich vorm Dezember, aber definitiv 2011 erscheinen. Über wen sei mal noch jetzt dahingestellt. Nebenbei, Peace an 16 Bars. Cool, dass du dir mal für mich Zeit genommen hast, Visa. Und ja, checkt die Sachen aus, gebt euch Joker, Zilla, gebt euch die Flair-Sachen, Motrip. Mein Bruder Hassan El-Moussaoui macht jetzt auch wieder ein bisschen geile Mucke, Alter. Das müsst ihr euch wirklich, also wenn es an der Zeit ist, ist es halt noch nicht so weit, aber solltet ihr ein Auge drauf haben. Ansonsten seid peacig, Alter. Seid keine Vollidioten und disst euch nicht ohne Grund und hört auf Jacuzza, Alter. Peace. Vielen Dank. Bitte.